Andreas, hier den Strauch erkenne sogar ich aus Deutschland. Das ist dann die Brombeere, denke ich mal. Sie hat noch nicht die charakteristischen Früchte, aber wie alt ist sie denn und was meinst du wann? Ah, sie hatte schon Früchte. Sie ist jetzt gut ein Jahr alt, hatte schon ein paar Früchte. Wir haben sie bisher einfach wachsen lassen als Strauch und sie bekommt jetzt in 5 Monaten dann das erste Mal richtig viele Früchte. Und dann wird sie einfach angebunden an ein bisschen Bambus. Die Triebe werden ungefähr dann 3 Meter lang, so in beide Richtungen. Mhm. Und wir haben all diese 40 Brombeeren jetzt von einer Mutterpflanze, die sich von Natur aus vermehrt über Rhizome. Ja, und diese 40, die können wir dann wiederum vermehren zu 1400 oder 1600 nächstes Wunderbar. Jahr. Wunderbar, super. Hier treibt es schon aus, da drüben sind überall wilde Brombeeren, die aus dem Boden kommen. Ah ja, die kleine da hinten, okay. Ja. Ja, also man kann sie kaum im Zaum halten. Ne? Kann sie, man muss aufpassen ein bisschen mit Brombeeren. Aber wir haben sie hier im Wald und wir wissen, wo sie steht und machen sauber. Wunderbar. Super, okay, danke.